Nun kommen wir zur Achsenspiegelung bei einer Achse, die Ursprungsgerade ist. Um es kurz zu machen, dass es so eine Ursprungsgerade heißt, die Spiegelachse bei unserer Achsenspiegelung muss durch den Ursprung gehen, wenn wir später feststellen, woran das liegt. Also rein geometrisch spiegele ich diesen Punkt, der gegeben ist, P, an der Spiegelachse S und komme auf den Punkt P'. Rein geometrisch gehe ich hier eine Senkrechte, zeichne ich hier eine Senkrechte, messe dann den Abstand von dem Punkt P zur Spiegelachse und erweitere das dann nach oben um dieselbe Länge und komme so auf meinen Punkt P'. So, jetzt, das ist das Geometrische, jetzt kommt das Ganze im Algebraischen. Und wie wir das von der Drehung her schon wissen, nehmen wir uns hier immer die Hilfe der Vektoren. Und zwar diese beiden, 0p und 0p'. Hier versuchen wir jetzt einfach ein bisschen rumzumdoktern, bis wir am Ende hoffentlich dann den Punkt p' in Abhängigkeit der Koordinaten von p darstellen können. Wir brauchen dazu natürlich wieder die Polarkoordinaten. Nämlich nur die Koordinaten von 0p, x und y komme ich da nicht weiter. Da kann ich nicht hier nach oben. Wir werden gleich sehen, woran das liegt. Den Winkel phi nehme ich deshalb, weil ich den über den Tangens mit der Steigung hier leicht berechnen kann. Und auch die Strecke a lässt sich recht leicht mit den Koordinaten von p berechnen. Natürlich wollen wir mit a und phi nicht weitermachen, sondern wir brauchen natürlich die kartesischen Koordinaten von diesen Polarkoordinaten umgerechnet. Und in der Formelsammlung steht ja auf Seite 67, dass der Radius mal der Cosinus von diesem Winkel hier unten, das gibt mein x-Wert. Und der Radius mal Sinus von diesem Winkel gibt meinen y-Wert. Also a mal Cosinus phi und a mal Sinus phi. Warum die grün sind, werdet ihr später merken. So, jetzt haben wir also unseren Vektor 0p schon mal dargestellt in kartesischen Koordinaten, aber in Abhängigkeit von der Strecke und einem Winkel. Das gleiche wollen wir jetzt mit p' machen. Und da merkt man schon jetzt, warum wir eben wieder diese Polarkoordinaten brauchen. Denn, wenn wir jetzt von 0p' die Polarkoordinaten aufstellen, haben wir doch die Strecke a schon gegeben. Denn wenn ich eine Strecke bei einer Achse spiegle, erhalte ich wieder eine gleich lange Strecke. Also diese Strecke an der Spiegelachse gespiegelt, muss exakt dieselbe Achse, dieselbe Länge ergeben. Ja? Das sind die Eigenschaften der Achsenspiegelung. Die Frage ist nur nach dem Winkel. Ja? Da kommen wir jetzt nicht so schnell drauf. Wir brauchen genau diesen Winkel hier dran. Da müssen wir uns erstmal noch einen zweiten Winkel dazu nehmen. Wenn ich die Spiegelachse kenne, die hier, dann kenne ich doch eigentlich auch den Winkel Alpha. Denn die Spiegelachse, da steckt ja irgendwo eine Steigung drin. Und diese Steigung kann ich über den Tangens dann auch diesen Winkel hier bestimmen. So, wenn ich diesen Winkel hier bestimmen kann, dann geht es auch weiter. Dann kann ich diesen Winkel hier auch nach oben abbilden. Habe ich jetzt hier mal gemacht. Also den Winkel einfach an der Spiegelachse gespiegelt, dann erhalte ich nochmal genau denselben Winkel. Ist auch wieder die Eigenschaft einer Achsenspiegelung. Das, was quasi jetzt hier rosa ist, sind quasi meine beiden Winkel. So, gerade war es schon falsch markiert. Das, was jetzt hier gelb markiert ist, könnt ihr euch auch denken, das ist quasi der Winkel nach oben gespiegelt. Also hier, der gelbe ist Phi und die beiden rosanen, das sind die Alphas. So, ich brauche aber nur den Winkel von der X-Achse bis zum P. Und jetzt ist es doch eigentlich leicht. Ich gehe um Alpha nach oben, gehe nochmal um Alpha nach oben und gehe wieder um Phi zurück. Also zweimal den Winkel Alpha minus Phi. Und schon habe ich den Vektor 0p' angeben können, ohne die Koordinaten von x und y verwenden zu müssen, sondern nur der Strecke a und den beiden Winkeln Alpha und Phi, die ja sowieso von Anfang an zur Berechnung freistanden, also die ich aufgrund meiner Koordinaten von p und der Spiegelachse berechnen konnte. Jetzt machen wir das gleiche Prozedere wieder. Wir stellen von 0p' natürlich jetzt die kartesischen Koordinaten auf. Und das ist jetzt zwar derselbe Weg wie hier oben, allerdings etwas komplizierter, weil natürlich hier der Winkel nicht mehr phi, sondern 2 Alpha minus phi ist. Also müssen wir aufpassen, dass wir die Klammern hier vollständig abschreiben. So, dieses a habe ich jetzt mal blau markiert, um im Folgen, wenn wir die Additionstheoreme aufstellen, das leichter wiederzuerkennen. Additionstheoreme heißt, auf Seite 70 steht das in der Formelsammlung, dass ich eben einmal beim Cosinus hier den ersten Winkel, bei Cosinus den zweiten Winkel und so weiter nehme. Also, in dem Fall hier vorne a mal Cosinus 2 Alpha Cosinus Phi. Und beim Cosinus, wenn ein Minus dran steht, wird das Ganze zu einem Plus.
A und dann nehme ich das eben nochmal her, weil das ja einmal mit dem ersten und einmal mit dem zweiten multipliziert werden muss. Sinus 2 Alpha mal Sinus Phi. Deswegen habe ich das blau markiert. Ja. Ich hätte das auch in Klammern schreiben können und später ausmultiplizieren können. In dem Fall schreibe ich es halt vor jedem Summanden. Also, der Teil wurde in die beiden zerlegt. Und dann jeweils noch ein A davor. Das gleiche mache ich natürlich mit dem unteren. Der Unterschied hierzu ist, dass hier ein Minus sich ergibt. Und beim Sinus wissen wir ja auch, ist es ein abwechselndes Verhalten, von wie man Sinus und Cosinus neu schreibt. So, jetzt wird das Ganze scheinbar komplizierter. Aber im nächsten Schritt mache ich jetzt nur noch eine ganz kleine Umformung. Und zwar vertausche ich Cosinus 2 Alpha mit Cosinus Phi. Also einfach nur die beiden hier ausgetauscht. Da hinten mache ich genau das gleiche. Und unten mache ich auch genau das gleiche. Warum ich das jetzt gemacht habe, ja, das ist ein ganz einfacher Grund. Deswegen habe ich das auch am Anfang mal grün gemacht. A Cosinus Phi. A Cosinus Phi. Das A Cosinus Phi ist mein X-Wert. Und das ist auch mein X-Wert. A Sinus Phi ist mein Y-Wert. Und dieses A Sinus Phi ist auch mein Y-Wert. Heißt, jetzt kann ich das Komplizierte wieder verkürzen. Ich ersetze das durch x und durch y. Und schon habe ich eine Matrix, mit der ich das Ganze abbilden kann. In einer richtigen Matrixform mit Skalarprodukt schaut es dann wie folgt aus. Einfach diese vier Teile hier mit einem x- und y-Skalar multipliziert. Das ist quasi unsere Formel und das davor war die Herleitung. Im Endeffekt haben wir jetzt quasi nur, brauchen wir nur die x- und y-Werte gegeben und den Winkel Alpha. Heißt also, wir müssen nur über die Steigung der Spiegelachse unseren Winkel Alpha bestimmen und wir brauchen die Koordinaten von unserem P und dann können wir alles berechnen. Das Ganze bitte jetzt ins Team.